heute wieder Split 3 unterwegs in Bahrain zum zweiten Saisonrennen hier. Leider wieder nur mit 7 Leuten. Na, er bricht ab, vorbei. Vorbei, 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 vorbei. Anna schafft's, glaube ich, auch nicht mehr, doch. Sie kann es auf alle Fälle nochmal versuchen, bin mir aber nicht sicher, ob sie es noch schafft mit einer Verbesserung. Jakob ist durch. Genauso wie Kammerfrosch um Multipolster. Florian auch fertig. So, jetzt hat wieder Anna unterwegs hier. Braucht schon eine große Verbesserung. Ungars Bockum ist raus. Ungars Bockum ist raus. Lila, 6 Zehntel Verbesserung reicht aber noch nicht. Reicht im Moment nur für Florian. Wer kann sich hier die Pole sichern? Anna oder Adept? Ich glaube ehrlich gesagt, es wird Adept sein. Aber nicht zu früh. Ja, es ist Adept. Herzlichen Glückwunsch, Adept zur Pole Position vor Florian, Anna, Jakob, Poldi, Kammerfrosch, Multipolster und Ungars Bockum, der angeblich über sein Setup klagt oder der über sein Setup klagt, hat ein schlechtes Setup. 5 Runden nicht da, kommen zum Sprintrennen hier in Bahrain. Es geht los. Es geht los zum Sprintrennen. Ich krieg gerade die Karte nicht weg. Jetzt hat vorne Rad an Rad Adept und Florian. Da in der Mitte ist auch noch Anna. Mal schauen, Florian jetzt außen gegen Adept. Florian oder Adept? Florian zieht dann nochmal zurück und Adept. Nee, kann sich noch nicht durchsetzen. Die beiden immer noch Rad an Rad. Gehen sie jetzt hier in die nächste Kurve. Florian Außenseite, Adept Innenseite. Sehr, sehr geiles Battle zwischen den beiden. Florian hält da nochmal rein. Ei, ei, ei. Jetzt hat aber Adept fällt nicht zurück, sondern Florian auf P2, Anna auf P3, Jakob 4-4. Ungars Bockum P5. Jakob jetzt hat gegen Ungars Bockum. Geht da vorbei und da hinten dreht sich Kammerfrosch weg. Eieiei, da keine Traktion auf die Strecke bekommen. Mit dem Dreher ist jetzt wieder auf der Strecke zurück. Hat da, soweit ich sehen kann, keinen schlimmen Schaden. Florian geht jetzt aber hier rein gegen Adept. Mal schauen, was die beiden hier für ein Battle zeigen. Identische Autos, aber unterschiedliche Teams, aber selbe Schmiede. Der Adept, wirklich richtig geiles Battle zwischen den beiden hier. Geil, sehr fair. Sowas will ich hier gerne öfters sehen. So, jetzt hat Florian wieder mit dem Windschatten auf Adept. Mal schauen, ob er vorbeigehen kann oder nicht. Ja, ich glaube, da geduldet er sich nochmal lieber bis zur Startzielgerade. Das war schon extrem von Florian, ja. Das muss man jetzt nicht so jetzt in die Breite ziehen. Wir haben das alles, glaube ich, jetzt ganz okay geklärt. Also jetzt gab es kein Geschrei mehr. Es gibt im Moment auch keine Regel im Regelwerk, wie Damon gesagt hat. Also, ja. Wir schauen, wie wir das klären. Das klären wir jetzt hier nicht. Das Thema sollte jetzt auch erstmal beendet sein. Genau. So, jetzt hat aber, schauen wir wieder hier aufs Renngeschehen. Die beiden immer noch Rad an Rad. Was ein geiles Battle. Kann sich da Florian jetzt hier durchsetzen und Adept hält nochmal rein und jetzt Adept aber auf P2. Richtig geil. Adept kommt jetzt sogar nochmal. Wie geil ist das denn hier bitte? Was ein Battle hier zu sehen. Ich bin jetzt kurz weg. Ihr seht's, hier geht's ab. Anna kann es vielleicht sogar angreifen. Ich bin kurz weg. Thank you.
jetzt hat Anna mit der neuen Chefin runterdebt und Florian natürlich wieder am Betteln. Wie geil ist das bitte? Und was ein Switchback von Adept. Florian verbremst sich dann die erste Kurve rein. Uiuiui, da querst der von Jakob hier auch zu dritt. Was ist es dann hier bitte? Was für eine Action. Alles sehr fair. Jakob kommt da weit raus. Wie geil ist es denn hier gerade bitte? Jakob jetzt der einzigste ohne DN. Ohne DHS und ja, Karma-Frosch rät sich erneut. Bitter für ihn. Aber schauen wir jetzt hier auf Jakob und Multipolster. Wer kann sich da durchsetzen? Jakob oder Multipolster? Es ist Jakob. Sehr geil, was hier gerade abgeht. Junge, Junge, ist das geil. Was geht denn hier ab, Junge? Wie fair ist das alles? Zwei, drei Kämpfe hier. Florian Adept haben sich jetzt zwei Runden lang komplett gebettelt, bis sie Florian dann verbrennt hat. Und es geht hier hinten weiter, Jakob. Jakob hat sich entweder hier gedreht oder ist nur weit rausgekommen. Ich hoffe natürlich, ist nur weit rausgekommen. Uiuiui, da ist glaube ich was vom Flügel weg. Eieiei, das läuft nicht für ihn. Anna jetzt hat gegen Florian. Florian konnte sich durchsetzen. Und nein, Anna geht nochmal rein. Junge, wie geil ist das hier? Ja, Anna muss jetzt aber zurückziehen. Eieiei. Was geht denn hier ab? Anna jetzt wieder dran, Adept. Hilft das natürlich, sich abzusetzen vorne. Eieiei, da ist natürlich wieder alles. Eieiei, Karma Frosch. Alles wieder hier dabei an diesem Wochenende. Sehr viel geile Fights jetzt schon wieder aufgeholt. Hat das Dirty Driving von Poldi auf alle Fälle wieder aufgebessert. Dieses geile Fahren hier. So, Anna jetzt hat am Pushen, um an Florian vorbeizukommen. Sehr, sehr geil, was hier abgeht. Was ein Drama, ja, was ein Drama. Erst ist mit Poldi, dann die Diskussion. Jetzt hier aber dieses richtig geile Rennen. Es geht in die Geschichte ein. Alles dabei heute. Anna, lila Sektor ist voll am Pushen. Versucht an Florian vorbeizukommen. Adept kommt nicht weg, aber auch nicht näher. Oder Florian kommt nicht näher ran an ihn. Zittert Anna. Hat etwas verloren auf Florian im Mittelsektor. Öffnet aber jetzt das DRS. Kann sie vorbeigehen. Uiuiui, da ist wieder gelb. Karma Frosch, kein gutes Rennen. Nächster Dreher für ihn. Sehr, sehr bitter. Anna jetzt dran. Florian holt auch bisschen auf. Adept jetzt nicht in großen Schritten, aber ganz bisschen holt auf alle Fälle auf. Die Action hat sich jetzt aber mal wieder jetzt hier ein bisschen gelegt. Jakob ist raus. Jakob hat sich da gedreht. Wo steht Jakob? Wo ist er? Eieiei, da stand er auf alle Fälle irgendwo. Eieiei, sehr bitter für ihn. Kein gutes Wochenende. Ich hoffe, da ist jetzt nichts am Dirty gewesen. Eieiei. So, jetzt hat Anna, ja, Adept kann sich wieder etwas absetzen. Anna ist jetzt aber auch gleich raus aus dem DRS. Ja, genau in diesem Moment. Also ist es hier erstmal wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Schau mal Adept zu, wie er hier seine Runden abspult. Fährt eine mega starke Saison. Richtig, richtig geil, was gerade hier abgeht. In diesem Rennen meine ich natürlich, davor war ein bisschen blöd, aber das gehört in einer gewissen Art auch dazu. Schauen wir mal ein bisschen bei Adept drauf. Der wirklich klasse fährt, hätte es sich verdient, genauso wie alle drei, die da vorne fahren. Florian versucht jetzt ranzukommen, der fährt aber die neue schnellste Runde.
Kann Florian antworten? Nein, kann er nicht. So, Ungarsbokum auf der 4. Und Multipolster auf der 5. Kammerfrosch will es irgendwie auch nicht gelingen. Genauso wie Jakob auf der 6. Florian, 3 Sekunden. Eieiei, das wird nochmal sehr, sehr interessant. 3 Sekunden Strafe jetzt für Florian. Ui, das ist ja eine coole Perspektive. Habe ich auch noch nie gesehen. So viel um die Strecke herum, hier die Wüste zu sehen. Auch wenn es nur im Spiel ist. Aber sehr, sehr cool, wie das hier aussieht, auf alle Fälle. Ja, Track Limits für Florian. Uiuiui, das ist ja richtig cool, die Perspektive hier. Habe ich auch noch nie gesehen, obwohl ich die ganze letzte Season kommentiert habe. Nein, die ist jetzt nicht mehr so cool. Oh ja, da ist gelb draußen, das ist Multipolster gewesen, der da langsam wurde kurz. Keine Ahnung, ob das nur ein Bug war oder nicht. Anna fällt auf alle Fälle jetzt ein bisschen zurück. Ja, immer bitter, sehr, sehr bitter, Track Limits, ja. Vor allem, es war so spannend davon und es nimmt natürlich jetzt die Spannung wieder etwas raus. Von Florian, der auch klasse fährt. Geht natürlich gar nicht, dass die Jakob und Florian im ersten Rennen abgeschossen wurden. Sowas ist scheiße, aber man muss halt sich auch überlegen, dann das komplette Rennen nicht zu zählen, weil du den restlichen Rennverlauf nicht ansehen kannst. Aber ja, das klären wir jetzt halt anders. So, er kommt ran. Florian, neue schnellste Runde. Kann er noch vorbeigehen? Brechen? Vielleicht hat die Reifen schon ein bisschen ein oder was? Nein, zweite Sprintrennen eben nicht. Wir müssen schauen. Es ist auf alle Fälle das zweite Sprintrennen. Ja, die beiden Rennen werden auf alle Fälle normal gewertet. Und das erste Rennen schauen wir, wie wir werten, ob ab Runde 5, wo ich dagegen bin, oder ob das komplett rausfällt, wofür ich bin, weil du den Rennverlauf ab Runde 5 eigentlich nicht vorhersagen kannst. Es hätte natürlich noch was passieren können ohne Poldi, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Darum wäre ich einfach, dass man es gar nicht zählt und dann ist praktisch nur ein Sprintrennen, ein Hauptrennen macht. Aber das klären wir jetzt nicht hier im Stream, sondern das klären wir als Liga-Leitungsteam danach. Genau. Es lief ja auch dann in der Party, dann wo der Stream weg war, ganz okay. Kein Geschrei mehr und keine Ausraster mehr. Jetzt hat hier 7 Runden sind gefahren. Florian ist im DRS. Florian, jetzt sehen wir hier gut, wie sich das DRS öffnet und er sich ransaugt. Anderthalb nochmal neue schnellste Runde. Es wird wieder richtig spannend zwischen den beiden. Die können sich einfach nicht bekriegen in diesen Rennen. Wie viel geile Battles haben wir hier schon gesehen? Sowas will ich doch sehen am besten. Jedes Wochenende. Das macht ja richtig Spaß zu kommentieren. So, Anna Conte hat den Anschluss verloren. 5 Sekunden zurück. Dahinter jetzt keine Action, aber hier vorne voll die Action. Florian kämpft sich wieder ran an Adapt. Die beiden WM-Favoriten jetzt hier richtig krass am Battlen. Was eine Spannung hier in Bahrain im Sprintrennen und da rutscht er ein bisschen durch die Kurve. Ein kleinen Drift. Kleinen Drift hat er hier eingelegt. Schauen wir jetzt mal drauf. 4 Runden noch. Was kann Florian in diesen 4 Runden noch schaffen? Bremst sich da hier gut ran jetzt. Schauen wir mal, gehen wir onboard mit ihm. Jetzt geht das DRS auf. Kann er jetzt hier schon angreifen oder geduldet er sich noch bis zur Stadtzielgerade? Ja, ich glaube, er geduldet sich bis zur Stadtzielgerade. Uiui, ich muss so in 5 bis 7 Minuten weg. Was essen gehen. Ich mache noch den Start vom Hauptrennen und danach bleibe ich dann beim Führenden und dann schauen wir, wie sich es entwickelt. Ich komme dann auf alle Fälle wieder. So, jetzt hat aber Florian gegen Adapt.
Florian geht rein. Florian ging da jetzt wieder innen, Junge. Wie geil ist denn dieses Battle hier? So was hatten wir ja noch nie. So, jetzt hat immer noch das Battle ist nicht vorbei, Adept. Ist jetzt aber zurückgefallen. Ist jetzt hinter Florian. So, 3 Runden noch. Jetzt noch 3 Runden noch. Wer kann sich hier den Sieg holen? Es ist noch nicht vorbei. Adept kämpft weiter. Hat sich jetzt hier auch noch mal rangezogen. Ist noch im DRS jetzt hier auf Stadtzielgerade. Kann er sich ransaugen und dann vielleicht auf der direkt darauf folgenden DRS gerade kontern. DRS geht auf. Kämpft sich jetzt. Zieht sich da ran an Florian. Mal schauen, ob er da. Nee, jetzt ist auf alle Fälle noch nichts mit dem Move. Vielleicht dann auf der zweiten Geraden. Bremst sich da gut rein. Also jetzt kämpft sie wieder an am Florian. Schauen wir mal. Diese Runde wird es auf alle Fälle erstmal noch nichts mit dem Move. Wenn sich aber jetzt hier gut dran halten kann, dann könnte das was werden. Jetzt halt wirklich voll am Pushen. Beide hier fahren 100%. Jetzt hier nochmal eine DRS gerade. Ich glaube nicht, dass der Adept hier vorbeigehen wird. Florian jetzt aber auch nicht mehr so krass schnell. Also hat das hinterherfahren. Uiuiui, das ist Karmafrosch mit dem Dreher. Bitter für ihn. Und jetzt halt. Der kommt langsam ran an Florian. Florian ja auch noch mit den 3 Sekunden. Stimmt, die darf man gar nicht vergessen. Der muss sich dann nur irgendwie dran halten, dann hat er das Ding hier gewonnen. Stimmt, ich hab's ja ganz vergessen. 2 Runden sind's noch. Der Arme. Nur Pech, ja, Karmafrosch, kein gutes Wochenende. Also zumindest das Sprintrennen hier. Ja, der Arme. Der meinte aber selber, er versucht jetzt wirklich, der versucht jetzt wirklich besser zu werden in Formel 1. Ich glaube, ist noch nicht so lange dabei, aber solche Leute nehmen mir gerne, solange sie fair sind. So, jetzt hat noch knapp im DRS Adept. Hilft ihm da nochmal ranzusaugen. Florian muss jetzt natürlich wegkommen. Florian, neue schnellste Runde. Aber das DRS hilft ihm nicht dabei, wegzukommen von Adept. So, jetzt hat hier Adept, kann sich natürlich schon wieder immer wieder ransaugen an Florian. Ich glaube auch nicht, dass er eine Attacke macht. Er versucht sich da jetzt irgendwie mitzuziehen, im DRS zu bleiben irgendwie. Und dann hoffentlich keine 3 Sekunden mehr aus seiner Sicht zu verlieren. So, das wird ja richtig spannend. Hier aus der Onward haben wir, glaube ich, die beste Sicht auf dieses geile Battle hier. Jetzt hat fast rausgeflogen aus dem DRS. Konnte jetzt aber nochmal ganz bisschen rankommen. Es sind hier wirklich Millimeter, die hier entscheiden, ob das DRS aufklappbar ist oder nicht. So, jetzt hat wieder ganz knapp für Adept im DRS. Jetzt wieder nicht mehr. Hat er das DRS? Schauen wir auf seinen Heckflügel. Ja, es geht auf. Er hat es. Kann sich jetzt wieder dadurch ein bisschen ranarbeiten an Florian. Florian kann sich da nicht wirklich richtig absetzen. Wie geil ist das denn hier, dieses Battle? Richtig, richtig geil. So ein geiles Battle hatten wir schon lange nicht mehr. Wenn sich jetzt Adept natürlich noch einen Straf holt. Jetzt hat er aber raus. Adept ist raus aus dem DRS. Glaube ich zumindest. Ich glaube, er ist raus. Da geht nichts mehr auf. Da geht nichts mehr auf. Jetzt hat nur noch der Windschatten. Florian nochmal schnellste Runde. Wenn er jetzt hier noch in dieser letzten Runde jetzt hat, noch die 3 Sekunden
wegkommt. Florian, jetzt hat hier voll am Pushen Ungas Bock um 3 Sekunden Strafe. Florian, 1, 2, jetzt, und jetzt geht es natürlich leichter ohne den DRS für Adapt. Schauen wir mal, wie das jetzt sich ausgeht. Es wird auf alle Fälle sehr, sehr knapp und beide hätten sich's mega verdient. Beide haben gekämpft. Richtig, richtig geiles Battle haben sie abgeliefert. Anna ist leider rausgefallen aus diesem Battle. 8 Sekunden zurückgefallen. Sehr schade für sie. Florian voll am Pushen. Leader-Sektor. Richtig krass, was die beiden hier gerade abliefern. Das ganze Rennen schon. Keine Pause. So, ist halt Florian hier nochmal raus. Bitter für ihn. Das könnte es gewesen sein. Oder auch nicht. 1,4 Sekunden noch. Wie gesagt, ich mache den Hauptrennstart, dann bin ich weg. Beim Essen. 10, Viertelstunde, 20 Minuten bin ich dann weg. Wahrscheinlich das komplette Hauptrennen leider. Ich muss schauen, auf alle Fälle. Die Bilder bleiben beim Führenden. Und jetzt nochmal gelb. Das ist wieder Kramerfrosch. Sehr bitter für ihn, aber jetzt hat wahrscheinlich erstmal herzlichen Glückwunsch an Adapt. Zum Rennsieg, außer er macht noch einen Fehler. Das könnte irgendwie reinpassen hier. Lustig wegdrehen aus der Sicht von Adapt. Jetzt hat Adapt. Bleibt in den 3 Sekunden, holt sie keine 3 Sekunden mehr. Herzlichen Glückwunsch, Adapt, zum Rennsieg. Vor Florian und Anna. Die drei WM-Favoriten wieder auf 1, 2 und 3. Ungas Bockum kommt dahinter ins Ziel. Oder ich weiß nicht genau, wie es mit den Strafen aussieht. Aber ich glaube, Ungas Bockum sollte es geschafft haben. So, jetzt hat Ungas Bockum auch noch über die Linie. Multipolster danach. Und zu guter Letzt noch Karma Frosch. Sehr geil gefahren. Sehr, sehr rar. So, jetzt hat letzter Sektor für... Nee. Karma Frosch kommt jetzt erst. Was ist denn das? Das ist ein Lobbybug oder was? Ah nee, Karma Frosch, ich war beim Falschen drauf. Entschuldigung. So, Karma Frosch kommt in die letzte Kurve, sichert sich P6 im Sprintrennen. Steht 20 Uhr, ich muss schauen, wie es ist, ob das Rennen noch stattfindet, sonst machen wir es einfach morgen. Sonst teste ich dich morgen, okay? Ich muss schauen. Ungas Bockum wird Fahrer des Tages. Herzlichen Glückwunsch an ihn. Und das war's mit diesem Sprintrennen. Wir gehen jetzt gleich ins Hauptrennen. Hier schauen wir uns aber noch kurz die Podiumsfeier an. Der hier den Pokal in die Höhe streckt. Sehr, sehr geil. Kann ich nur wiederholen. Gleich, jetzt hat nur noch Karma Frosch am Laden. Jetzt hat 5 roten Lichter kommen zum großen Preis von Bahrain zum Hauptrennsiegen aus. Guter Start für Adapt. Schlechter für Florian. So, jetzt hat so, fahren wir auf die erste Kurve zu. Schauen wir mal, was da noch abgeht. So, jetzt hat hier Florian. Kann sich da nicht durchsetzen. Mein Rad an Rad. Und ich bin jetzt weg. Bilder bleiben bei euch.
So, okay, ich bin zurück. Tut mir sehr leid, ich musste kurz was machen. Ich weiß nicht, wieso Florian zurückgefallen ist. Ich weiß leider nicht, was genau passiert ist. Ich weiß den Actionverlauf nicht. Können mich ja mal gerne abholen im Chat. Auf alle Fälle Anna raus, Ungarnsprogramm raus, Jakob raus. Adept führt erneut. So, aber ich glaube, es gab jetzt auch nicht mehr so viel Action im Multipolster, so rein damit Florian vor auf den dritten Platz. Sowas gehört dazu. Bitte akzeptiert das auch. Genau. Was? Adept? Wurde disqualifiziert. Nein. Nein, das ist nicht passiert. Adept ist disqualifiziert worden. Nein, Adept wurde disqualifiziert. Das kann nicht wahr sein. Eieiei, das kann ja nicht wahr sein. Damit wird es ein Doppelpodium für Uni Virtuosi. Und Karma Frosch gewinnt noch. Eieiei. Junge, Junge, wann geht's los mit 1 PS? Bist du zwei Reifenmischungen gefahren? Aber du musst in einer gewissen Runde die reintun. Du musst die Reifen in einer gewissen Runde machen. Du darfst, glaube ich, erst ab Runde 4 oder so. Ich weiß jetzt nicht, was da passiert ist. Mist, Scheiße, wir müssen schauen. Hast du einen Clip von dem Boxenstopp? Dann schauen wir nach. Wenn, dann wird es im Nachhinein noch gewertet, okay? Dann machen wir das, okay? Genau, dann machen wir das so. Jetzt hat hier die Jubelszenen. Herzlichen Glückwunsch, Kammerfrau, zu seinem ersten Sieg in der Liga. Starkes Wochenende für Uni Virtuosi in dem zweiten Rennen bzw. im Hauptrennen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr im Nachhinein auf YouTube unterwegs seid, schaut in die Kanalbeschreibung. Da sind alle möglichen Links zu allen möglichen Webseiten, die wir haben. Genauso wie zum Discord-Server, worüber wir arbeiten. Und alles organisieren. Blicken wir jetzt hier gleich nochmal auf das abschließende Rennergebnis, wenn es denn noch kommt. Kammerfrosch vor Florian, vor Multipolster, vor Jakob, Ungarsbockum, Anna und Adept. Dann hier das Sprintrennen. Da Adept, Florian, Anna, Ungarsbockum, Multipolster, Kammerfrosch. Und das Kammerfrosch, Florian, Multipolster, Jakob, Ungarsbockum. So, das sind das die Ergebnisse des Wochenendes, sind auch noch mal hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.